An diesen Tagen findet in München der 22. Deutsche Kongress für Philosophie statt. Aus diesem Anlass lädt die Katholische Akademie zu einem Streitgespräch über Gott, Religion und Aufklärung. Zwei Kontrahenten treten an, um sich über ihre gegensätzlichen Positionen auszutauschen. Für den Philosophen Daniel von Wachter schließen sich Glaube und Vernunft nicht aus. Er sagt, es sei vernünftig, an Gott zu glauben, weil starke Indizien für seine Existenz sprechen. Der Philosoph Gerhard Schurz ist anderer Ansicht. Für ihn habe sich die Gottesidee nur entwickelt, weil sie einen Evolutionsvorteil mit sich bringe. Denn in einem haben sich die Modernisierungstheoretiker und Aufklärer wie Kant, Freud und Marx geirrt. Religionen sind mit dem Technisierungs- und Modernisierungsprozess nicht aus der Welt verschwunden, wie die es vorausgesagt waren, sondern sie halten sich. Der Gottesglaube würde wahrscheinlich auf alle Fälle dann verschwinden, wenn er falsch wäre. Wenn er wahr ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er verschwindet, denn dann wird Gott sich darum kümmern, dass die Menschen halbwegs genug Gründe haben, ihn zu erkennen. Selbst wenn es stimmt, dass unser Universum eine erste Ursache gehabt hat, was fraglich ist, selbst wenn das so stimmt, bleibt es völlig unklar, inwiefern diese erste Ursache auch nur im Entferntesten, ja, mit dem Gott unserer Vorstellung zu tun hat und zu tun haben soll. Warum? Ja? Die erste Ursache mag ein dem Menschen unbekanntes oder unbegreifliches physikalisches Prinzip gewesen sein. Sie mag eine zufällige Quantenfluktuation gewesen sein, aus welcher der Big Bang hervorgeht. Oder das oder jenes, eventuell etwas, was für uns ganz unbegreiflich ist. Aber es ist bloßes Wunschdenken, auf diese Weise die Existenz eines guten Schöpfergottes begründen zu wollen. Ich würde sagen, wir brauchen Kriterien, mit denen man entscheidet, was die letzte Ursache ist, was die richtige letzte Ursache ist. Denn wie Sie sagten, muss man mit den Erklärungen irgendwo aufhören. Es gibt eine letzte Erklärung, nicht in dem Sinne, wie Sie ihn kritisierten, sondern einfach dort, wo man aufhören muss. Es ist einfacher, so einen Gott anzunehmen, der die Ursache dafür ist, dass das Universum fein abgestimmt ist, als anzunehmen, dass das, wie man so sagt, alles Zufall ist. Meine Überlegung ist oder mein Gedanke ist, ob es jetzt Gott wirklich gibt oder nicht, ist für uns Menschen total wurscht, hat keine Bedeutung. Das halte ich für völlig falsch und für offensichtlich völlig falsch. Denn wenn es einen Gott gibt, dann hat er uns geschaffen und vermutlich hatte er dann auch einen Grund dafür. Also nicht nur vermutlich, sondern dann hatte er einen Grund dafür. Einer der Vordenker an der Schnittstelle zwischen Kirche und Welt, der kanadische Sozialphilosoph Charles Taylor. Er gilt als einer der führenden katholischen Intellektuellen der Gegenwart. Es ist ein Zeitbegriff, säkular, säkulum, century, im Kontrast zu regular, zu spiritual. Aber die Hauptkern des Sinns dieser Kontrastterminus war die Ewigkeit. Das heißt, die Gesellschaft ist in einer gewissen Weise eingebettet im Kosmos und der Kosmos ist auch, hat auch eine Dimension des Heiligen. Natürlich, jeder Begriff ist in der Sprache definiert von dem Contrast Terms, von Begriffen, mit denen er in Kontrast ist. Es war, dass jede Gesellschaft hatte notwendig diese zwei Ebenen, diese zwei Hinsichten, diese zwei Dimensionen. Und wir haben immer die Versuchung, uns zu viel in diese profanen, säkularen Welt einzubetten und nicht zu hören, den Ruf von Gott.